Musst du gerade die ganzen Charaktere vorgelesen schicken? Egal! Das war jetzt auch keine 10 Millionen Stutt. Egal! Auswappen vervollständigt! Yay! Hauswappen, Hauswappen. So, wer ist Madame Malkin? Das ist jetzt die wichtigste Frage überhaupt. Und wie komme ich dorthin? Einfach. Das ist eine unsichtbare Wand. Und was zeigt denn die Richtung? Keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich habe eine Hogwarts-Uniform. Bevor Gryffindor zugeteilt wurde. Und in der Mädchenverkleidung. Du bist ein Mädchen, Ron. So, Madame Malkin. Wo bist du und vor allem, wer bist du? Das ist wohl die wichtigste Frage von beiden. Oh, diese ganzen Slytherin-Leute, die ich nicht habe. Madame Malkin! Wo bist du? Da, ganz hinten. So, wer bist du? Und was willst du von mir? Smacy? Da oben. Madame Malkin! Sie ist auf jeden Fall magischer Natur. Ich erkenne die Kleidung nicht. Keine Ahnung, wer das sein soll. Keine Ahnung. Da muss ich nur zwei Stück sammeln. Schülern Gefahr retten und zwei Hauswappen. Ein verhexter Besen. Dobby, böser Elf. Ja, sehr böser Elf. Ganz böse Dobby. Ergibt das Sinn, Harry zu nehmen? Ja, warum nicht? Bin ich wirklich Professor McGonagall? Ich bin Professor McGonagall! Stimmt. Ist ja ein Animagus. Ich wollte gerade vier Fragen. Hä? Was soll der Zauber? Ich verwandle mich in ein Kätzchen. Mau. Mau, 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 mau. Tja. Sorry, Hermine. Dann will ich wohl das Level ja allein rocken. Wie verwandle ich mich zurück? Gar nicht schicken. Das soll doch nicht das Level alleine rocken. Hä? Sei so aufgeblasen. Professor McGonagall. Ach, als Zauberer sind wir hier ja sehr knapp geworden. So, dass das ganze Zeug unterfällt. Tschüss.
Schade, dass ich nichts mit dem Gemälde machen kann hier. Außer verdecken. Tschüss, Harry. Du bist jetzt nicht mehr berühmt. Andere wollen auch mal berühmt werden, ne? Brauchst nicht immer so egoistisch sein, nur weil die Filme Harry Potter heißen. Kannst du ruhig auch mal andere Leute Scheinwerferlicht geben. Zum Beispiel den Typen dort. Ja, von Slytherin, keine Ahnung, wer es war. Kannst du gut mit dem Besen fliegen? Jo. Ganze. Shaxi McGonagall. Shaxi. No? Ist das schon der erste Charakter? Sind wir den zweiten? Wir haben ja schon mal einen Charakter eingesammelt. Fred im Quelch-Outfit. Ja, nicht runterfallen. Wobei, Chicken, du hast vor Fallen gerettet an. Fall ruhig runter. So viele Sachen, wie ich hier schon runterschmeiße. Ich sicherlich auch selber runtergeschmissen. Da oben hin. Und du dort. So. Ich kann das doch jetzt sicherlich alleine auch rocken. Das sieht brutal aus, wie das verwandelt. Sorry, Hermine, ich brauch dich nicht. Wieso habe ich eigentlich nicht im vorherigen Level einfach einen McGonagall bekommen? McGonagall ist MVP. Na gut, hier brauche ich jetzt Hermine. Es sei denn... Moment, ich habe auch Buch dabei. Sorry, Hermine, du wurdest gerade ersetzt. Professor McGonagall ist jetzt die neue Hermine. Die bessere Hermine. Gerettet. Vor allem habe ich hier Bogart und Dementoren Antizauber. Und das dritte Hogwarts-Wappen. Ich frage mich, wovor McGonagall Angst hat. Wahrscheinlich ist es bei den meisten Charakteren dann einfach Voldemort, wenn die keine bestimmten Ängste haben. Weil Leute zu faul waren, individuelle Sachen sich auszudenken für jeden.
Buchstäblich? Oder konnte ich das nur von der anderen Seite wegmachen? Was mache ich mit dir, hä? Brauche ich extra für dich das Ding auf, dass ich an dich rankomme? Mann, das ist ein blauer. Der ist eigentlich jetzt schon recht viel wert. Falls ich da hochkomme. Das waren sogar zwei blaue, okay. Gelb anvisieren, please. Präzisionsarbeit. Wir können Hermine noch einfach im Stich lassen und als McGonagall weitergehen. Das ist gerade ein entsetztes Rufen vom Publikum, was ich ja gerade gehört habe. Nur weil ich jetzt gerade Hermine ersetzt habe durch McGonagall. Warte mal, ich habe hier durch Stutz bekommen. Jeder Stutz ist wichtig. Wir werden sie am Ende brauchen. Um wirklich alles zu kaufen. Eigentlich aus mit, hier haben wir damals einen Charakter bekommen. Ist der jetzt einfach unten? Ja, das sind jetzt einfach unten Stutz. Och, Hermine! Ich hätte dich wirklich zurücklassen sollen. Vertrauensschüler! Weg mit Slytherin. Ja, hast du toll gemacht, Bild. Hast du toll gemacht. McGonagall klebt dir gleich ein Sternchen in dein Heft. Denn sie ist Lehrerin und darf Sterne verteilen. Beziehungsweise hier werden ja eher Punkte verteilt. Du trägst rot, das heißt. Gehen wir Gryffindor einfach mal 20 Punkte. Ja, so schnell kann man Punkte bekommen. Danke! Dafür werden Gryffindor jetzt 10 Punkte abgezogen. Wobei, das die schwarze Farbe, das heißt, die sitzen... Eigentlich die Lehrer im Moment. Warum sind wir schon bei den Lehrern? Schnell war das noch gar nicht, oder? Oder? Vor allem stand da ein Slytherin-Vertrauensschüler. Muss da nicht eigentlich hier bei Slytherin sein? Aber das da ist grün. Ich verstehe nichts mehr. Egal, Buch. Ach, sorry, Hermine, ne? Ich
Ich werde dich einfach nie wieder benutzen. Verdammt. Aufpassen schicken. Oh, das war jetzt Hermines göttliche Strafe. Wobei, ich muss Hermine benutzen. Die hat einen Zeitumkehrer. Okay, hast du dich nochmal gerettet? Du hast mich überzeugt, Hermine. Du wurdest nicht ersetzt. Aber gerade so hast du mich noch überzeugen können. Ich brauche einen bösen Charakter, um an letztes Wappen ranzukommen. Oder an... Ich weiß, das zeigt irgendwie nach unten. Oder war das nur so eine ungefähre Richtungsangabe? Und wenn wir hier nochmal ins Level reinkommen müssen, wir brauchen einen bösen Charakter. Ich hab nur mal keine bösen Leute. Warum müsst ihr alle so gut sein? Sag doch mal böserer. Fehlt mir nicht noch ein Charakter? Herr Perry. In seiner Quidditch-Uniform. Warum ausgerechnet Quidditch? Nur weil hier gerade das Quidditch-Match läuft. Warum habe ich überhaupt Fang dabei? Warum habe ich dich dabei? Bist du böse? Komm, sei ein böser Ravenclaw. Nicht alle, die Slytherins sind, sind böse. Ja, Peter Pettigrew war damals Gryffindor und ist böse. Dann habe ich zweimal Harry dabei. In seinem Quidditch-Outfit und in seinem normalen Gryffindor-Outfit. Alles klar. Ah, Gryffindor-Mädchen, okay. Weil die gleich aussehen, nur verschiedene Farben haben. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Dann müssen wir später mal als böser Charakter hier reinkommen. Wann bekomme ich Professor Snape? Theoretisch kann er ja müsste er ja von böse Zauber anwenden können. Fehlt in seiner Quidditch-Uniform. Ja, und ein neues Wappen. Und leider konnten wir nichts abschließen. Das war im Grunde eine Zeitverschwendung, hier reinzukommen. Ah, nur weil ich Hermine gebasht habe. Schüler in Gefahr. Obwohl, der wurde wenigstens gerettet. Wenigstens eine Sache. Kriegen wir jetzt einen goldenen Stein. Aber für Fred will ich jetzt nicht zu Dings hinrennen. Obwohl, ich glaube, wenn wir schon mal hier sind, ich kann mir vorstellen, was dieses Ding ist. Muss ich irgendwie diesen schlafenden Zauberer hier wecken? Ich kann ihn ja offensichtlich anmarkieren. Die Frage ist, mit was muss ich ihn wecken? Licht? Licht! Ha! Oh. Sorry, Harry is not carny enough genug for that. Ja,
Ich meine nicht diese ganzen Meme-Cards.